Ja, wie gesagt, herzlich willkommen nochmal auf der Bühne 3 bei der Vosges 2022. Sie werden es vielleicht schon in den Nachrichten gehört haben, unsere Brücken in Deutschland sind in gar keinem so guten Zustand. Und alle denken jetzt, ja, da kann man jetzt nicht mehr so mit so viel Last drüber fahren, aber hat noch mehr Probleme. Oder kurz gesagt, was haben Brücken und Leitungskataster miteinander zu tun? Und das erklären uns jetzt Peter und Jonas Knapp. Guten Tag. Wir möchten Ihnen heute das Freileitungs- und Brückenkataster vorstellen. Mein Name ist Peter Knapp. Ich bin IT- und Projektleiterin einer Firma, die im Bereich der Freileitung tätig ist. In unserem Projekt kümmere ich mich um die konzeptionellen Arbeiten, dem Datenbankbereich und der Systemtechnik. Bei OpenStreetMap bin ich seit 2006 aktiv. Ich heiße Jonas Knapp und arbeite in einem internationalen Unternehmen als Softwareentwickler. Dort kümmere ich mich um die technische Analyse von Anforderungen sowie deren Umsetzung hinsichtlich Qualität und Funktionalität. Genau diese Aufgaben übernehme ich auch in unserem Projekt. Brücken sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Sie dienen dem effektiven Transport von Menschen und Gütern. Meist sehr unbemerkt erfüllen sie aber auch noch eine weitere sehr wichtige Funktion. Brücken dienen als Träger für Rohrleitungen und Kabel, den sogenannten Freileitungen. Während des Hochwassers in 2021 wurde dies besonders deutlich. Durch die Beschädigung bzw. Zerstörung der Brücken kam es zum großflächigen Ausfall von Strom, Wasser und Kommunikation. Selbst der Mobilfunk fiel teilweise aus, da die Funkmasten Stromanschlüsse haben und mit Kommunikationsleitung verbunden sind. Bei der Schadenserhebung wurde auch klar, wie wenig Wissen wir über die Infrastruktur haben. Oft ist nicht eindeutig, wem die Brücken bzw. die Leitung gehören. Brücken sind beispielsweise auf OSM zwar erfasst, aber meist ohne weitere Informationen, wie zum Beispiel den Besitzer. Die Besitzverhältnisse sind über eine Vielzahl von Akteuren wie Gemeinden, Städten, Länder, Bund, Bundesbahn und Private verteilt. Es gibt keine zentrale Stelle in Deutschland, an der diese Informationen abrufbar sind. Es existieren zwar oftmals Insellösungen, diese sind aber beschränkt auf einzelne Baulastträger und Regionen. In diesem Beispiel sieht man bei dem Landesbetrieb Straßen NRW einen Ausschnitt nahe Hagen. Die meisten Brücken fehlen hier allerdings. Selbst wenn man im zuvor genannten Beispiel alle Brücken ermitteln könnte, haben wir immer noch keine Informationen zu den Leitungen, die an den Brücken aufgehängt sind. Als einzige Möglichkeit bleibt meist das Nachfragen bei den verschiedenen Baulastträgern. Aber selbst dann ist die Ermittlung nicht immer möglich. Wir hatten nach dem Hochwasser 2021 den Auftrag, im Raum Hagen eine Übersicht über die Schäden zu erstellen. Seitens des Versorgers gab es eine Liste mit Leitungen im PDF-Format. Sonst nichts. Eine Überprüfung ist damit zwar möglich, aber sehr unpraktisch. Es fehlte die Übersichtlichkeit. Also haben wir eine Karte erstellt, um die Routen zu planen und zumindest schon mal rudimentäre Informationen zu den Objekten zu haben. Wir haben anschließend bei allen Objekten eine Sichtprüfung vor Ort durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in Schadensklassen eingeteilt und in der Karte eingetragen und mit Bildern versehen. Die Karte bot schon mal für alle Beteiligten eine gute Übersicht und beschleunigte den Prüfvorgang deutlich. Für einen einzelnen Vorgang ist das Vorgehen okay, aber für den täglichen Betrieb ist der Aufwand deutlich zu hoch. Die Lösung hierfür wäre mehr Automatismen mit zentralem Datenbestand. Damit kommen wir zu der konkreten Idee für das Freileitungs- und Brückenkataster. Wir haben uns für die Erstellung einer Webanwendung entschieden, um plattformunabhängig zu sein. Die Anwendung greift auf einen zentralen Datenbestand zu. Hinsichtlich der Daten mussten wir leider feststellen, wie wenig offene Daten in diesem Bereich auf allen Ebenen vorhanden sind. Das Prinzip von Open Data und dessen Vorteile sind in der Branche leider noch nicht angekommen. Es gibt im Bereich der Brücken und Freileitung viele Akteure mit unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten. Die Baulastträger sind verantwortlich für die Brücken und deren Unterhalt. Mit zum Beispiel der Autobahn GmbH oder Straßen NRW gibt es Akteure, die relativ gut organisiert sind. Bei vielen Gemeinden hingegen gibt es teilweise nur Auflistungen als Excel-Tabellen. Leitungsbetreiber haben ihre Dokumentation meist in Form eines GIS organisiert. Allerdings ist es für Freileitungen oftmals nicht geeignet. Anforderungen wie das Handhaben von Prüfintervallen sind schlicht nicht vorgesehen. Die Dienstleister interessiert als erstes, wo sich die Brücke überhaupt befindet und wie sie dorthin kommen.
Der Katastrophenschutz und die Feuerwehr kommen in Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel beim Hochwasser oder bei Unfällen, hinzu. Sie brauchen schnell passende Informationen. Bei Gesprächen speziell mit Versorgungsunternehmen kamen schnell Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Zugänglichkeit zu den Informationen auf. So ist zum Beispiel nicht immer erwünscht, dass die Lage von Gasleitungen sofort ersichtlich sind. Auch die Information, was an welcher Leitung gemacht wurde, sollte vertraulich behandelt werden. Diese Einstellung ist leider mit Open Data nicht wirklich kompatibel, aber verständlich. Wir haben daher ein Berechtigungskonzept entwickelt, in dem Einschränkungen möglich sind. Brücken sind weiterhin für alle einseh- und änderbar. Leitungen sind nur für Baulastträger und zum Beispiel Leitungsnetzbetreiber ersichtlich. Im Katastrophenfall dann auch für Feuerwehr bzw. Katastrophenschutz. Bei der technischen Umsetzung haben wir ausschließlich auf Open-Source-Komponenten gesetzt. Die Basis bietet ein klassischer Lab-Stack. Für die Architektur der REST-API nutzen wir das Microframework Loom von Laravel. Die Umsetzung des Frontends erfolgt mittels Angular in Verbindung mit Bootstrap, um eine gute Darstellung auf allen Endgeräten zu gewährleisten. Erste Versionen waren schon recht schnell produktiv. Die Anwendung hat bereits einige Iterationen hinter sich. Der hier gezeigte Screenshot ist vom Stand November letzten Jahres. Die Anwendung wird bereits produktiv in einer Organisation eingesetzt. Es gibt aber noch eine Vielzahl von Erweiterungen, die wir noch einbauen möchten. Zum Beispiel die Erstellung von Workflows zur Durchführung von Prüfung und weitergehend das Auffinden von notwendigen Tätigkeiten, an denen mehrere verschiedene Akteure beteiligt sind. Ein Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens bezeichnete es scherzhaft als Leitungstender. Mit dem Hinterlegen von Bildern und Dokumenten können beliebige weitere Informationen an die Objekte angehängt werden. Viele Brücken haben Einträge bei Wikipedia und Wikidata. Auch hier machen Verbindungen Sinn. Ein weiterer großer Punkt ist die Einbindung der Allgemeinheit in Form von zum Beispiel einer Community. Zum jetzigen Stand können wir folgendes Fazit ziehen. Die technische Umsetzung unter Nutzung von Open-Source-Komponenten war relativ problemlos umsetzbar. Die Anwendung läuft auf allen Plattformen, die einen Browser bieten, und passt sich den Bildschirmgrößen auf den Endgeräten an. Die Prüfung von Brücken und Leitungen können einfacher koordiniert werden. Es ergeben sich auch deutliche wirtschaftliche Vorteile für alle Beteiligten, da kostspielige Tätigkeiten zusammengefasst werden können. Beispielsweise können Autobahnsperrungen koordiniert werden, was Kosten und Staus verringert. Für alle Beteiligten ergibt sich eine deutlich höhere Transparenz. Eine schnelle Erstellung von Karten im Katastrophenfall ist nun auch deutlich einfacher möglich. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und stehen hoffentlich nun auch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.